Herzlich willkommen zurück in Omicron und überraschenderweise herzlich willkommen zurück im Anekba District. Bei dieser Episode handelt es sich um die erste Sonderepisode, die ich zu diesem Spiel veröffentliche. Ich werde die Handlung des Spiels in dieser Episode noch nicht fortführen. Stattdessen erfahrt ihr in dieser Episode vieles über die Hintergründe des Universums, in dem dieses Spiel spielt. Die ganzen Infos entnehme ich dem offiziellen Lösungsbuch. Und einige Dinge habe ich noch von der alten Website, die damals, als das Spiel gerade veröffentlicht war, noch existierte. Ich drehe diese Episode deshalb, weil es diese Informationen im Spiel so nicht geben wird. Und ich dachte mir, die Leute, die sich vielleicht dafür gar nicht so sehr interessieren, können dann diese Sonderepisoden überspringen. Und die Leute, die wirklich ein bisschen tiefer in die Welt eintauchen wollen, die können das anhand dieser Sonderepisoden machen. Es wird später noch eine zweite Sonderepisode geben, wenn wir mit der Handlung ein bisschen weiter sind. Denn da werde ich euch ein paar weiterführende Informationen geben, die an dieser Stelle besser noch nicht verraten werden sollten. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, was zeige ich euch vom Spiel, während ich euch diese ganzen Informationen erzähle? Das ist ganz einfach, denn momentan befinden wir uns an der Stelle des Spiels, die eine ziemliche Umbruchstelle ist, denn Anekba und Kalisar werden wir so schnell nicht wiedersehen. Und es gibt noch eine ganze Menge Dinge, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Ich habe ja zum Beispiel schon mal angekündigt, dass Dämonen einen überfallen können, wenn man sich in einem Hauseingang befindet. Und das ist jetzt das Erste, was ihr sehen werdet. Als Ausbeute gibt es diesmal drei magische Ringe, einen Ausweichtrank plus 30 und einen Mana-Trank plus 20. Jetzt konntet ihr auch sehen, dass Betsys Körper im Kampf recht minderwertig war. Kays Körper konnte schon alle möglichen Kombos durchführen. Die waren jetzt mit Betsy leider nicht möglich. Außerdem sind Angriffs- und Verteidigungswerte noch ziemlich gering. Aber wir haben es glücklicherweise trotzdem überstanden. Tja, und so sieht's aus, wenn man von einem Slider angefahren wird. Auch eine Sache, die ich vorher schon mal angekündigt hatte, dass es passieren kann. Jetzt habt ihr es mal gesehen. Ihr seht also, zusätzlich zu den ganzen geschichtlichen Hintergründen und den ganzen Infos über das Universum von Omicron, zeige ich euch auch ein paar nebensächliche Dinge, die ganz interessant sind zu sehen, wenn man sich halt ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigen möchte, anstatt nur die Handlung durchzuspielen. Das sind so Dinge, die für die Haupthandlung nicht wirklich wichtig sind, aber ganz nett zu sehen. Fangen wir nun aber mit den angekündigten Hintergrundinfos an. Das erste, wovon ich euch erzählen möchte, ist, wie die Stadt Omicron überhaupt erst entstanden ist. Ich lese euch jetzt etwas vor aus dem Buch Omicron, Geburt der Stadt unter der Kuppel, von Jürgen Jaffa. Phaenon ist der zweite Planet von Primat Systemis. Das Verlöschen der einzigen Sonne, genannt Radahn, im Jahre 3753 ließ jede Hoffnung auf Überleben schwinden. Phaenon trat von da an in eine Eiszeit ein. Um sich vor der Kälte zu schützen, entschieden die Einwohner, eine gigantische Kristallkuppel über die Stadt zu bauen. Die Kuppel von Omicron wurde 3894 fertiggestellt. Entlüftungszentralen wurden gebaut, um die Sauerstoffversorgung zu gewährleisten und um die früheren klimatischen Bedingungen wiederherzustellen. Das Leben unter der Kuppel machte eine strenge demografische Begrenzung erforderlich. Raum und Natur waren von nun an Mangelware und es wurde nötig, die Geburtenzahl zu regulieren. Die Stadt wurde in vier Bezirke eingeteilt: Anekba, Jaunpur, Lahore und Nagatanek. Freier Personenverkehr zwischen den Stadtbezirken wurde verboten. Jeder Bereich entwickelte sich also unabhängig von den anderen, prägte seine eigene Architektur und Lebensweise aus. Als nächstes die Geburt von X, von Kasim Fidal. Im Jahre 4907 kam es in Omicron zu einer großen Hungersnot. Sie wurde von den ersten Anzeichen für einen drohenden Bürgerkrieg begleitet, der aufgrund von schweren Fehlern bei der Verwaltung von Hilfsgütern auszubrechen drohte. Dieser Aufruhr, bisher einmalig in der Geschichte Omikrons, hätte leicht verhindert werden können, wenn eine kompetente und aufrichtige Führung die strategischen Entscheidungen getroffen hätte.
Als im Jahre 4922 der Aufstand von Algira der Herrschaft von Boldvo dem Mazzeaner ein Ende setzte, entschied man daher, dass von nun an ein Computer das Schicksal der Menschen in die Hand nehmen sollte. Aus Rezeptor-Halbleitern und Kameras wurden Augen und Ohren. Diese würden ihm die notwendigen Informationen liefern, um daraufhin die optimalen Entscheidungen für das Wohl der Gesellschaft treffen zu können. Die Menschen sollten lediglich in den laufenden Angelegenheiten und in Rechtsentscheidungen die Verfügungsgewalt behalten. So haben sich alle Wissenschaftler von Omikron ans Werk gemacht. 62 Zyklen später wurde X geboren, der leistungsstärkste Computer, der jemals vom menschlichen Geist erschaffen wurde. X ist von nun an das Herz von Omikron. Von der Trinkwasserversorgung bis zur Lagerverwaltung der Nahrungsmittel überwacht er alles. Die gesamte Wirtschaftsplanung obliegt ihm. Sein vorrangiges Interesse gilt dem Überleben der Menschheit. Der Computer verwaltet die zur Verfügung stehenden Güter und fällt die notwendigen Entscheidungen zur Erhaltung der Menschheit. X hat auch direkte Entscheidungsgewalt in politischen Angelegenheiten. So hat er während der Weißen Rebellion von 5104 selbstständig entschieden, den Aufstand mit einem Blutbad niederzuschlagen. Zahlreiche Stimmen erhoben sich nach dem Massaker und stellten die Frage, ob der Konflikt nicht auch auf friedlichem Wege hätte gelöst werden können. Als sich aber herausstellte, dass die Rebellen dabei gewesen waren, die Sauerstoffreserven der Stadt in die Luft zu sprengen, verstummten alle kritischen Stimmen und erkannten die Überlegenheit der Maschine an. Sie hatte sofort die Gefahr erkannt und hätte auch keine Sekunde lang gezögert, auch Zehntausende Menschen einfach zu opfern, um letztendlich der Menschheit zu dienen. Nach der Niederschlagung der Weißen Rebellion wurde der Herrschaftsanspruch von X nicht mehr angezweifelt und es wurden ihm auch noch die letzten Befugnisse übertragen, die sich bisher noch die Menschen vorbehalten hatten. 5695 entschied er, jeden Multiplan-Kontakt mit anderen Städten zu unterbinden und zog sich dann in Klausur zurück. 5722 entwickelte er ein neues politisches System, um Omikron zu leiten. 5728 stellte er einen neuen Quotenplan für die Geburtenregelung auf, um der drohenden Gefahr einer Überbevölkerung entgegenzuwirken. 5803 wurde das Gesetz 409c über die Zensur in Kraft gesetzt. Es gab damals in der Tat alarmierende Zeichen für einen Aufstand. Diese Gefahr schien über die nächsten 200 Jahre weiter zu bestehen. Sie galt als Folge des subversiven Gedankenguts, das sich in der Bevölkerung ausbreitete. Aufgrund der Auswertung seiner Analysen kam X zu dem Schluss, dass die Folgen eines solchen Aufstands für die menschliche Gesellschaft von Omikron als besonders verheerend einzustufen wären und letztendlich auch eine Bedrohung für das Überleben der Gesellschaft überhaupt seien. X ist also eine künstliche Intelligenz, die fähig ist zu denken, zu schlussfolgern und die Auswirkungen von Sachverhalten für ihre zukünftige Entwicklung vorherzusehen. Er ist dank seiner Empfänger und Kameras überall gegenwärtig. Er überwacht alles, hört alles, weiß alles. Er entscheidet alleine. Nur dem Legat wird erlaubt, bei ihm Ratschläge einzuholen. Niemand mehr weiß, wie die Maschine funktioniert oder was passieren würde, wenn sie außer Kontrolle geriete. Mit Hilfe einer Schar von Überprüfungsrobotern nimmt sie selbst ihre eigene Wartung vor und ist auch so programmiert, dass jedes Wesen sofort getötet wird, wenn es auch nur den Versuch unternimmt, in ihr Innerstes vorzustoßen. Die Omikroner sind glücklich damit, die Abwicklung aller möglichen Angelegenheiten dem Computer anvertraut zu haben. In dem Vertrauen darauf, dass X für ihr Wohl sorgt, konnten sie in Ruhe die angenehmen Seiten des Lebens in Omikron genießen. Sie wissen, dass ihnen nichts passieren kann, solange X über sie wacht. Heiraten und Geburtenkontrolle. Basisdaten. In Omikron wird Liebe nicht unbedingt groß geschrieben. Jede Person muss vor dem 30. Geburtstag ihre Nachkommenpflicht erfüllen. Paare, die vom Zentralcomputer X, der selbstverständlich Gefühle in seinen Berechnungen außer Acht lässt, ausgewählt werden, müssen zwei Kinder zeugen, bevor sie 35 Jahre alt sind. Die Geburtenkontrolle ist eine Frage des Überlebens, da der Lebensraum beschränkt ist. Diese Maßnahmen gewährleisten die demografische Stabilität und verhindern verhängnisvolle Folgen einer Überbevölkerung auf dem engen Raum unter der Kuppel. Die Mehrzahl der Omikroner beschwert sich nicht darüber. X wählt die Paare den genetischen Eigenschaften entsprechend aus. Hierdurch können sie sicher sein, schöne und gesunde Kinder zu haben. Bis das Kind sein erstes Lebensjahr erreicht hat, bleibt es bei seiner Mutter. Anschließend wird es in das staatliche Erziehungssystem aufgenommen, das all seine Bedürfnisse bis zum 16. Lebensjahr deckt. Danach beginnt sein Arbeitsleben. Dieses System gewährleistet eine absolute Chancengleichheit im Erziehungswesen. Alle erhalten die gleiche Erziehung und leben in der gleichen sozialen Umgebung.
mit einem Wort, führen das gleiche Leben bis zu ihrer Volljährigkeit. Dies ermöglicht den Eltern, ihren Kindern nur ein Minimum ihrer Zeit widmen zu müssen und hierdurch voll ihre eigene Jugend genießen zu können. Da auch das Erwerbsleben streng vorausgeplant ist, wird den Kindern von Geburt an eine berufliche Tätigkeit zugeteilt, die sie ausüben, sobald sie volljährig sind. Die Erziehung hängt von dem Beruf ab, der jedem von seiner ersten Stunde an zugeteilt ist. Die Ausbildung ist sehr spezialisiert, damit jeder später so leistungsfähig wie möglich ist. Schulische Misserfolge gibt es so gut wie gar nicht. Sollte sich jedoch eine Person als untauglich erweisen, ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen, so wird ihr ein niedrigerer Posten oder irgendeine normale Handarbeit zugeteilt. Für Aufsässige oder Unbelehrbare wurden die Weisheitsverbesserer erfunden. Und für Wiederholungsfälle sind die Gedankenanpasser zuständig. Bei dieser radikalen Gehirnwäsche gibt es keine Misserfolge und von den Menschen, die eingeliefert werden, bleiben lediglich hörige Sklaven übrig. In dieser Gesellschaft, die man vorbildlich nennen soll, gibt es keine physischen oder mentalen Schwerbehinderten. Genetische Missbildungen werden vor der Geburt aufgespürt und beseitigt. Es gibt auch keine Handwerksarbeit mehr. Die überwiegende Mehrzahl der Arbeiten wird an Computern ausgeführt. Durch die Entscheidung des Waisenrats wurde die tägliche Arbeitszeit von 5 auf 3 Stunden herabgesetzt. Freizeitbeschäftigung nimmt den größten Teil des Tages ein. Die Eifrigsten bekommen, sobald sie 30 sind, eine verantwortungsvolle Aufgabe, die sie bis zum 40. Lebensjahr ausüben. In diesem Alter gehen sie dann in den verdienten Ruhestand, den man nicht umgehen kann, es sei denn, der Waisenrat bestimmt es so. Tetra und Khonsu, die beiden feindlichen Trusts, teilen sich, nach demografischen Zonen, die Verwaltung des Ruhestandes. Die Abwicklung dieser wichtigen Etappe im Leben der Einwohner von Omikron ist seit Jahrhunderten immer gleich geblieben. Am Tage der Vollendung seines 40. Lebensjahres muss sich jeder Mensch im nächstgelegenen Volkszählungszentrum vorstellen. Mit einer Reisetasche versehen wird er nach Euralis reisen, einem weit entfernten paradiesischen Planeten, der einem benachbarten Sonnensystem angehört, um dort unter gemütlichen Bedingungen friedlich seinen Lebensabend zu verbringen. Es gibt also in Phaenon, abgesehen von wenigen Ausnahmen, keine Einwohner, die älter als 40 sind. Oh, erinnert ihr euch noch an den Bettler hier? Der hat uns ja in der ersten Folge gesagt, wir sollen ihm einen Lebenstrank bringen und dann zeigt er uns etwas Besonderes, das seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden verborgen liegt. Also gehen wir jetzt mal hier ins Restaurant und schnappen uns aus dem Multiplan den Lebenstrank und den geben wir ihm. Danke, Fremder. Ich wusste, Sie würden mich nicht vergessen. Hier Ihre Belohnung. Beim Tempel von Jean-Pur liegt eine grüne Insel. Suchen Sie dort nach dem 4. Stern, der den Blicken der Öffentlichkeit verborgen ist. Gebrauchen Sie diesen Ausweis an der Tür und Sie werden finden, was Sie suchen. Vaya Grimuka schütze Sie, Nomad Soul. Jetzt, da wir ihn gerade benutzt haben, möchte ich euch was erzählen vom Multiplan und vom Sneak. Der Sneak ist ein persönliches Sende- und Empfangsgerät, das die Stimme und das Abbild eines Gesprächspartners übermittelt. Er ist kaum größer als ein Handy. Alle Einwohner von Omikron tragen einen am Arm. Der Sneak bietet fortschrittliche Funktionen wie Teleportation von Gegenständen, die auf einem komplexen Entmaterialisierungsverfahren beruht. Die so verkleinerten Gegenstände können zu einem Empfangsterminal, genannt Multiplan, gesendet und dort gelagert werden, bis der Eigentümer sie wieder in irgendeinem Terminal transferieren möchte. Man findet sie in allen Wohnungen, Geschäften und Büros von Omikron. Diese Terminals sind das Eigentum der Stadt Omikron und dementsprechend dürfen sie von der Allgemeinheit benutzt werden. Jeder kann sie verwenden, wo auch immer man sich befindet. Aber Achtung! Aus technischen Gründen ist es unmöglich, gewisse Gegenstände, die die Waver-Technologie benutzen, wie zum Beispiel Waver-Waffen, zu entmaterialisieren. Der Sneak ist ein kleines EDV-Terminal, das von Geburt an allen Einwohnern von Omikron am Unterarm eingepflanzt wird. Er ist mit dem Träger organisch verwachsen. Eine seiner Hauptfunktionen ist die Entmolekularisierung von Objekten und deren Aufbewahrung in seinem Speicher. So kann jeder Gegenstand, der in der Hand gehalten wird, entmaterialisiert und nach Wunsch wieder abgerufen werden. So kann man maximal 18 Gegenstände mit sich führen. So, wie ihr schon gemerkt habt, befinden wir uns gerade wieder in Kalisar, in einer ziemlich schönen Morgensonne, und wir schauen uns jetzt die Peepshow an.
Die habe ich euch nämlich bisher noch gar nicht gezeigt, obwohl ihr bestimmt schon die Werbetafel dafür gesehen habt und euch vielleicht auch schon gedacht habt, warum guckt er sich das nicht an? Das möchte ich schon wohl sehen. Ja, das machen wir jetzt. Wie steht's, Kumpel? Welche Kabine? Hier hat sie die schönsten Mädchen von Omikron. Nackt, nur für dich. Na los, wird dir gefallen. Danke für den Rat. Er hat wohl nicht ganz gemerkt, dass wir eine Frau sind gerade. Naja. Einige der Kabinen sind natürlich besetzt. In einer der anderen Kabinen finden wir bestimmt was. Ob es jetzt Geld ist oder ein magischer Ring, mal schauen. Dieser Körper ist viel überzeugender als meiner. Ja, der gefällt ein bisschen besser als der von Betsy. Da haben wir ja was, einen magischen Ring. Da ist ein Münzeinwurfschlitz. Es kostet 10 Setex. Okay, zwei Sachen, die ich ziemlich seltsam finde. Die erste Sache, der Typ hat ja gesagt, die tanzen nackt für dich. Das war nicht wirklich nackt, aber ist vermutlich besser so bei der Spielgrafik. Die zweite Sache, man kann alle Leute sehen, die in den Kabinen sind. Offene Fenster da. Okay. Ich habe jetzt noch ein paar Informationen für euch zu den Hintergründen über die Regierung. Fangen wir an mit dem Legati, dem Legat. Um über Omikron zu regieren, wählt der Waisenrat für die Dauer von 10 Jahren einen Legat, der damit beauftragt ist, eine Regierung zu bilden. Angus Reshef beginnt auf diesem Posten bereits seine zweite Amtszeit. Mit einem fast übernatürlichen Charisma ausgestattet, genießt er große Popularität bei der Bevölkerung. Er verstärkt sogar dieses Phänomen, indem er einen wahren Personenkult um sich inszeniert. Überall lässt er seine Bilder zeigen und ist täglich auf den Bildschirmen des Trendscan zu sehen. Er ist ein Mann, der gerne in der Menge badet und der unverhofft vom Balkon seines Palastes Reden hält. Man begegnet seinem Bildnis in den Schulen und in allen öffentlichen Gebäuden, selbst seine kleinsten Gesten werden verfolgt, kommentiert und bewundert. Er weiß sein Charisma und seinen elektrisierenden blauen Blick, der jeden Gesprächspartner hypnotisiert, richtig einzusetzen. Reshef könnte fast ein glücklicher Mann sein, wenn er nicht so sehr damit beschäftigt wäre, die Trusts, die seine Autorität bedrohen, zu bändigen. Mal intrigiert er gegen Tetra, mal gegen Khonsu, immer mit dem Ziel, keinen der beiden einen entscheidenden Vorteil erringen zu lassen. In Wirklichkeit fungieren die Trusts als Sponsoren des Staates. Reshef verfügt nur über einen begrenzten Handlungsspielraum. Er weiß genau, dass er von seiner Scheinmacht profitieren kann, solange er sich ruhig verhält und den Trusts nützlich ist. Er nutzt die Rivalitäten seiner Gegner aus, um sich zu halten und stützt sich auch auf seine große Popularität. Was macht aber dann die Regierung, die der Legat wählt? Nun, die Regierung besteht hauptsächlich aus Reshefs Freunden und einigen Strohmännern der Trusts, die sorgsam in Schlüsselstellung positioniert sind. Der Legat hat auch zwei seiner Brüder und seine Geliebte zu Ministern ernannt. Sein alter Freund Cliff Humboldt wurde zum Polizeichef berufen. Er gilt seitdem als sein Wachhund. Die Regierung ist notorisch korrupt. Die Haupttätigkeit der Minister besteht darin, sich so rasch wie möglich zu bereichern.
Seltsamerweise hat diese politische Dekadenz keine wirklichen Konsequenzen auf das Leben der Einwohner in Omikron. Wirtschaftlich ist Omikron autark. Und die Einwohner leben im Überfluss und in Gemütsruhe, ohne sich um etwas anderes kümmern zu müssen. Abgesehen vom Legat Reshef schenken die Einwohner den politischen Geschehnissen nur wenig Aufmerksamkeit. Die Trusts. Zwei Megatrusts teilen den Handel in Omikron zwischen sich auf, und zwar Tetra und Consu. Wie Kraken, die alles an sich reißen, wissen sie genau, was alles in der Stadt zum Verkauf angeboten wird. Es ist sogar so weit gekommen, dass sie nun stärker sind als der Staat selbst. Sie liefern sich einen unbarmherzigen Krieg um das absolute Wirtschaftsmonopol. Die Trusts verfügen auch über eigene Medien, wie unter anderem den Trendscan. Die Nachrichten werden geändert und manipuliert, um die Bevölkerung einzulullen, sie gemütlich schlummern zu lassen, während sich die Trusts weiter bereichern. Ihre Firmennamen sind überall gegenwärtig. Sie besitzen die Gebäude, die Gegenstände, die Fahrzeuge und auch fast alle Menschen sind ihnen hörig. Einer ihrer wichtigsten Einkommensbereiche ist der virtuelle Handel. Des Weiteren haben sie das Monopol der kommerziellen Dienstleistung im Multiplan inne. Mit der Transmaterialisierungstechnologie können sie über jede Entfernung hinweg und fast augenblicklich jeden Artikel zur Verfügung stellen. Also das ist ein Körper, der mir für eine Weile Schutz bieten könnte. Die Trusts haben außerdem die Aufgabe, den Ruhestand auf Euralis zu verwalten. Sie teilen sich den Markt auf und übernehmen den Wiederverkauf der Besitztümer der Rentner. Durch diese Geldmittel gestärkt haben sie die Eroberung des Weltraumes wieder aufgenommen, die aus Geldmangel von der Regierung schon vor langer Zeit aufgegeben worden war. Mehrere Planeten wurden schon entdeckt und es sollen dort auch schon Bergbauanlagen in Betrieb sein. Das Volk weiß nur wenig über die außerirdischen Geschäfte der Trusts. Sie lassen keine Informationen über den Stand der Weltraumeroberung durchdringen, die sie als ihr privates Jagdgebiet betrachten. Es wird jedoch gemunkelt, sie hätten sogar schon neue Lebensformen entdeckt. Auf jeden Fall kümmert sich die Bevölkerung wenig um diese Entdeckung, die allzu weit von den Sorgen des Alltags entfernt sind. Alles, was sie interessiert, ist, das Leben so lange wie möglich zu genießen. Aber welches Ziel verfolgen die Trusts wirklich? Geht es nur darum, immer mehr Geld zu scheffeln, um ihre Macht zu bewahren? Oder verfolgt die geheimnisvolle Hand, von der sie geführt werden, eine noch dunklere Absicht? So, und das war's dann auch mit dem Hintergrundmaterial zu Omikron. Vielen Dank fürs geduldige Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Konzept dieser Sonderepisode generell gut gefallen. Auf jeden Fall seid ihr jetzt eine ganze Ecke schlauer, was die Welt von Omikron angeht. Und ihr kennt mehr Hintergründe, als die meisten Leute von diesem Spiel kennen. In der nächsten Folge machen wir natürlich mit der Handlung weiter. Ihr seht, wir sind gerade wieder in Jean Pur. Und hier werden wir auf jeden Fall zuerst den imposanten Tempel aufsuchen. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns also nächsten Montag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Macht's gut!